Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, ja, Joker Meister, und wir spielen wieder das legendäre Far Cry 6, Leute, genau. Legendäre, weil wir uns heute wieder mit den Legenden treffen, und zwar nämlich mit dem El Tigre. Und der lebt, also das waren frühere so jaranische Kämpfer, die Besten waren oder sowas, die sehr viel Respekt verdienen. Und die leben heutzutage in den Höhen. Also, ich habe schon mit El Tigre geredet, und wir sollen jetzt zu dem Treffen gehen mit ihm. So, Leute, nachdem wir den Josef Castillo zum Teufel geschickt haben mit der Bombe im Maul, das war richtig der Hammer, geht's jetzt weiter. Dann sind wir also zum dem nächsten Level gegangen. Das ist dann der Rang 6 hier. Gott sei Dank bin ich Rang 8. Und wie es aussieht, ist hier der Wald düster, sehr düsterer als der in den westlichen Teil von Yara. Das ist halt Ost-Yara. Es ist noch dunkel, aber ich sehe schon, dass der Wald ganz anders aussieht und dass er sehr, sehr großer ist und sehr dichter. So, gehen wir erstmal hier hoch. Habe ich irgendetwas gesehen? Hier ist etwas. Ah, verstehe. Gut, die lasse ich mal passieren. Hast du das gehört? Ja. Check das. Entendido. Was soll ich tun, checken, ha? Aus der Dunkelheit. Genau. Aus der Dunkelheit. Genau. So. Gut. Hey du. Und zack, zack, zack. So, Leute, dann wollen wir mal weiter. So, unten ist die Hauptstraße. Springen, Fallschirm. Kein Fallschirm, gut. Auch gut, brauche ich nicht. So, das soll also die Hauptstraße sein. Das ist ja total dschungelmäßig. Barbara Untersatz. Gut, da kommt das Transportmittel schon. Der fahrbare Untersatz, genau. Fummel nicht am Sitz rum, der ist genau richtig eingestellt. Ach, geh, Wusek. Gut. Und eine Linkskurve und paff. War knapp, dass ich schaffe. Oh nee, da waren Steine. Das hätte ich eh nicht geschafft. So, aber hier fährt sich so richtig gut. Gib Gummi, Dani. So. Wie wohl der Trupp von dem El Tigre aussieht. Da steht, dass sie alte iranische Kämpfer sind, die sehr viel Respekt verdienen. So, bevor das ganze System natürlich gespalten ist, haben sie sich dann in die Berge verzogen und leben da in den Bergen. Der El Tigre persönlich also hat mir gesagt, dass ich meinen Haken mitbringe. Denn da geht's, wie es aussieht, ganz, ganz hoch. Oh, es war knapp. Das war auch knapp. Das mache ich so ein bisschen mit Absicht. Das Fahren ist ein bisschen spannender. Aber die Kiste geht ganz ab. Und die Musik ist auch jetzt anders. So. Hier sollen wir also hin. So, das ist der Krabbenfelsen. Der Künstler genau. War Lorenzo. Und wir Guerilleros sind wie die Krabben. Harte Panzer? Scharfe Scheren? Sie kämpfen sich aus dem Dschungel bis ans Meer, wo sie gebären. Wir kämpften vom Meer aus und gebaren die Revolution. Klar. Versteh schon. Nimm den Pfad den Berg hinauf. Es ist ganz leicht. Eine Guerillera muss trittsicher sein wie eine Ziege. Ziege?
Ich dachte, wir wären wie Krabben. Hallo? Ach, scheiße. So. Ich muss dann den Berg hochgehen. Da ist eine Ziege. Zack, zack. Was war das denn? War das eine Ziege? Wir müssen weg! Warum mussten die weg? Alles flüchtet von da oben. Was wohl jetzt da ist? Da ist ein Hase. Ah. Und er ist schon weg. Gut. Da ist eine Ziege. Zack. Also echt. Mit so einem starken. So, gut. Geschafft. Geht los, weg. Hier sind aber überall Tiere. Leute, was ist das? Lara Croft oder was? Wasserfall von El Tigres Foto. Da muss ich hoch. Also da hoch muss ich gehen. Gut. El Tigre, ich bin am Wasserfallbild. Es wurde nach einer blutigen Schlacht gemacht. Drei Tage Verstecken zahlten sich aus, als eine Fallschirmjägereinheit direkt in unserer Todeszone landete. Planung und Geduld sind die besten Freunde eines Guerilleros. Neben ein paar Handgranaten. Der Wasserfall war rot an diesem Tag. Du weißt schon, vom Blut der Soldados, die wir getötet haben. Das waren viele. Ja, versteh schon. So, der ist auch so ein verrückter Kauz. So. Leicht. Hoch geht's. Sei wie eine Ziege. Wie eine Ziege, genau. So. Hier oben scheint alles so friedlich. Das stimmt. Wir sind schon so hoch. So hopp. Gut. Zack. Nee, der ist mir entwischt. Er hat runter auf die Boot geplatscht. Was ist das? Ein Adler? Ich glaube, ein Adler hat mich angegriffen. Ziegen. Gut, überall Ziegen. Also, sie liefern mir überhaupt kein Fleisch, diese Ziegen. Ich habe gemeint, die liefern mir ein bisschen Fleisch. Gut, hier muss ich ein bisschen weiter springen. Geschafft. Und nochmal. Geschafft. Das ist das letzte. Gut. Geschafft. Auf die andere Seite dann. Verstehe. So, jetzt aber. Und hopp. Gut. Einsammeln. Also, ja, hier kann man hochklettern. Genau. Wir sind schon fast oben. Soll ich da jetzt gehen? Soll ich das machen? Ja, wie es aussieht, soll ich das machen jetzt. Das ich schon gemacht habe, genau. So. Sieht nicht gerade so sicher aus. Aber okay. Nee. Falschen. Schnell fliegen. Hopp, hopp.
Ach du Kacke. Ich schwebe hier in der Luft jetzt und ob. Gut. Oh, das hätte schlimm ins Auge gehen können, Leute. Alles von vorn wäre schlimm, das geht noch. So, gut. Das war aber richtig knapp. Sag ich doch, so sicher hat das nicht ausgesehen. So, aber jetzt geschafft. Und oben ist der Haken, gut. Und hopp, genau. Wow, was für ein Zeichen, Leute. Und was für ein Aussicht, seht euch das mal an. Krass sowas. So, und hopp, genau. Oh, shit. Soll ich da runter? Ich glaube schon. Und hopp. Oh, genau. Knapp, aber gut. Und hopp. Geschafft. Guck mal, Leute. Aber so richtig stark sieht das aus. So, und hopp. Und das sieht noch schöner bei Taglicht aus. Seht euch mal den dichten Wald hier an. Respekt, Ubisoft, Respekt. So, und Sprung, genau. Geht's da wieder runter jetzt, ja? So, aber die sind ja richtig hoch. Könnte man echt verschwinden. Genau. Kann die Luft gleichzeitig dick und dünn sein? Entschuldigung, Ziege, aber ich glaube, das wirst du nicht überleben. Gut, dass du weggerannt bist. Nee, nicht zurück. Achtung da unten! Genau, Achtung da unten. Die Steine fallen bis ganz ans Meer runter, bestimmt. So, und hopp. Wie es aussieht, kommen die ja überhaupt nicht da von oben runter, oder was? Naja, vielleicht haben sie auch Hubschrauber oben. Okay, ich bin beim nächsten Bild. Lass mich raten. Guerrieros sind wie ein Hai. Tödliche Jäger mit Messern, scharf wie Zähne. Eigentlich sieht der Fels einfach nur aus wie ein Hai. Und wer baumelt da unten rum? Das ist Lucky Mama. Wir wussten ja nie, wann die Soldados unser Lager finden würden. Also mussten wir schnelle Wege nach oben und noch schnellere nach unten sichern. Lucky meldet sich immer freiwillig, die neuen Wege zu testen. So. So wie du. Und? Clara hat mir von dir erzählt. Oh. Sehr gut. Und du bist doch zur Legende geworden. Viele Guerrieros sind weißen Babytigre. Es sind nicht unsere Eltern, die bestimmen, wer wir sind, sondern unsere Taten. Ja, und es werde morgen. Seht mal, Leute. Genau, der Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang kommt am höchsten Berg von Far Cry 6. Seht mal, das ist unfassbar. So wunderschön. So schön. Also das ist dann bestimmt der höchste Punkt in Far Cry. In Far Cry 6 meine ich. So, weiter geht's. So, wo jetzt? Wo ist denn endlich dieser alte Tigre? Wow, wie bei den Indianern sieht es hier aus, wie bei den Inkern. Krass. El Tigre, ich bin an der Statue. Ah, Lobo. Ein Revolutionär, Krieger und guter Freund. Der fiel in der Schlacht, als wir 67 Esperanza stürmten.
Gestern war der Jahrestag seines Todes. Das erklärt dein Kater. Jedes Jahr trinke ich 2 Flaschen Rum. Eine für mich und eine für Lobo. Er hat nie ein freies Jahr da gesehen. Ehrlich gesagt, ich auch noch nicht. Das ist das letzte Bild. Glückwunsch! Du bist auf dem Dach der Welt. Jetzt komm hier runter, du verpasst den ganzen Spaß, Baby Tigre. So, ich soll jetzt runtergehen? Gehe ich ganz nach oben und jetzt wieder runter. Ah, verstehe, da ist ihr Lager. Versteckt in den Bergen, Leute. Ist ja der Hammer. Patriotas Gipfel. Und da bin ich. Genau, ein Treffen mit den Legenden. Gut. Hier? Nee? Wow, wie das aussieht hier. Also, wo ist der El Tigre jetzt? So, Schatzsuche? Wusste ich. Ich wusste, dass das eine Schatzsuche ist. So, sofort eine Schatzsuche habe ich bekommen. Okay. Ah, hier bin ich jetzt. Gesicht. Was wirst du tun? Mir wurde schon so oft in die Eier getreten. Die spüre ich seit 72 nicht mehr. Mach das nie wieder. Was? Mikasa ist so kassa, Baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wieder gebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Da draußen gibt es Leute, die wirklich verwundet sind. Ich leide. Vorsicht, Mama. Herpes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco, Poet der Legenden. Ah, ich ahne heißes Kämpferblut. Und natürlich kennst du Lucky Mama, das Herz der Legenden. Die ist nicht gebrochen. Ehrlich? Aber sie hat doch geknackt. Merda! Noch eine Patientin. Sieht nach La Moral für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Die neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite, ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buena suerte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen dich nur etwas kennenlernen. Besuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre. So, Leute, wir haben den El Tigre kennengelernt und wir sollen uns jetzt ein bisschen hier an die Welt gewöhnen, an die neue Map. Und hier mache ich schon Schluss, Leute, für diese Folge. Dann machen wir in den nächsten weiter, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne auf Gefällt mir drücken. Wir gehen auch auf Schatzsuche in den nächsten paar Episoden, Leute. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, falls das Video euch gefallen hat. Dann Leute, ich wünsche euch was, macht's gut, euer Jokermeister.